Kannst du machen, was du Also möchtest. kann ich Hose ausziehen. Auch. Das mit meinem Kanisterkopf aus, sieht das so kanistermäßig aus oder geht noch? Super. Bist du bereit? Ja. Yeah. Hallo Martin. Hi. Ich habe da ein paar Fragen. Okay. Was ist dein Traumauto? Ein Dacia Duster. Warum? Ist schön. Okay. Traumberuf? Zerspanungsmechaniker. Oh. Du kannst dir aussuchen, einen Tag eine Superkraft. Welche wäre das? Fliegen. Wollte ich auch sagen. Muss mir was Neues überlegen. Lieblingsessen? Boah, ey. Da gibt's so viel. Pizza. Chibureki von meiner Mutter. Hm. Weißt du, was es ist? Nein. Fleisch, Hackfleisch. Sehr gut. In Teigmantel. Bin ich dabei. Lieblingsgebäck? Lieblingsgebäck? Oh, Pistazien-Dieter. Sehr gut. Lieber auf dem Land oder in der Stadt? Land. Bier oder Schnaps? Bier. Was regt dich so richtig auf? Boah, die Medien. Okay. Was bringt dich zum Lachen? Du. Oh. Stressbewältigung. Boah, Urlaub. Urlaub? Mhm. Sehr gut. Dann die große Frage, wohin? Traumreise. Eine Weltreise wäre nicht schlecht, ne? Einmal so richtig rum? Ja. Cool. Könnte aber dann auch stressig werden, oder? Nee. Nein. Nee, nee. Also nicht in 80 Tagen? Nee. Okay. Das war's. Ehrlich? Ja. Ja, cool. Alles klar. Mhm. Tschö. Ciao. Hallo Dirk. Hallo Christian. Ich habe ein paar Fragen. Oder ich habe Fragen. Ja, das höre ich häufiger. Irgendwelche Leute haben immer irgendwelche Fragen an mich. Ja, aber gut. Ist doch schön, dass du, wenn's was gefragt wirst. Ja, stimmt. Was hast du denn? Was ist dein Traumauto? Ich glaube, auf jeden Fall 911. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Eigentlich, ich weiß, es wird jetzt viel verteufelt werden. Ich würde ja eigentlich schon fast sagen, 911 als GT3 Touring. Hm. Oder GT3 RS. Also eins von beiden. Aber eher die Touring-Variante. Okay. Nicht schlecht. Mit Automatikgetriebe. Natürlich. Traumberuf. Bin ich komischerweise schon geworden. Ingenieur. Also immer irgendwas mit Technik, mich damit beschäftigen, das habe ich umgesetzt bekommen zum Glück. Okay. Schön. Das freut mich, danke. Dass es dir auch gefällt. Eigene Schrift nicht lesbar? Doch, aber ich will nur überlegen, ich wollte so ein bisschen würfeln. Ah, Bier oder Schnaps? Gute Frage, gerade bei mir. Ich trinke gar keinen Alkohol. Deswegen... Stimmt, du bist ja Sportler, ne? Ja, genau so ist es. Ich mache deswegen, also das bringt nichts. Hm. Was regt dich so richtig auf? Ehrlich, wenn du so richtig ignorante Leute hast? Auf dem Land oder lieber in der Stadt? Ich würde mal sagen, fast schon eine gute Mischung aus beidem. Also jetzt nicht direkt Innenstadt, also das wäre ich überhaupt nicht. Aber so... ich sag mal ganz brutal, die größte Pampa auch nicht wirklich. Das heißt, wenn ich irgendwie 20 Minuten im Auto fahren muss, um irgendeinen anderen Menschen zu sehen, so nach dem Motto, nee, das, der hört es dann auch auf. Also so eine gute Mischung eigentlich wie so St. Augustin, das passt eigentlich ganz gut. Du kannst für einen Tag eine Superkraft wählen. Die wäre? Relativ einfach. Zeit bestimmen. Oh. Weil Zeit ist praktisch die einzige Einheit, die für alles gilt. Hm. Okay. Stressbewältigung. Hast du ja eben schon erkannt, Sport. Sport hilft und
Ja, ich sag mal so, Motorradfahren noch so ein bisschen als zweite Sache, aber Sport ist schon so Stressbewältigung Nummer 1. Und was bringt dich zum Lachen? Ich muss zugeben, eigentlich hier die Arbeit. Also das ist so ein super angenehmes Miteinander und das ist für mich immer positiv. Also generell, wenn irgendwas positiv läuft oder gut läuft, dann habe ich da auch immer ein bisschen was zu lachen. Und wenn man da so ein oder andere Witzchen noch beireißen kann, dann passt das schon. Lieblingsrennserie? Boah, ich muss zugeben, früher habe ich immer gesagt Formel 1, mittlerweile boah, eher schwierig. Ich muss zugeben, ich finde eigentlich so Richtung Nordschleifen, Langstrecke, beziehungsweise 24-Stunden-Rennen, aber in den kleineren Klassen. Das heißt jetzt nicht diese großen GT3-Renner mit ihren Riesenflügeln, sondern die vergleichsweise seriennahen Fahrzeuge. Weil da ist noch so ein bisschen spannender Kampf zwischen und das ist auch noch vergleichbar mit dem, was man selber irgendwo fahren könnte. Also nah am normalen. Genau, es ist so wie früher der also einfache, nachvollziehbar. Der einfachere Tourenwagensport von früher, der war ja auch so ein bisschen eher an die Straßenfahrzeuge angelegt. Lieblingsessen? Salat. Ja, nee, jetzt überhaupt nicht. Ganz schwierig zu sagen, muss ich zugeben. Ist jetzt wirklich schwierig. Ich könnte es dir ad hoc gar nicht mal so sagen. Also jetzt nicht irgendwie so Pommes so direkt. Ich muss zugeben, so ein leckeres Fischfilet mit Kartoffelsalat eigentlich. Das ist so ein bisschen. Das kann man schon mal zwischendurch gerne essen. Das ist so ein bisschen, ja, einmal so die Woche ist das schon was Tolles. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und dann natürlich dann die Frage, die da drauf kommen muss. Lieblingsgebäck, also der Nachtisch danach? Ich arbeite ja in dem passenden Unternehmen dafür, muss ich zugeben. Ist Lutti ganz klar für mich, weil ja, verbinde ich so ein bisschen mal mit Reise, unterwegs sein und da habe ich immer so zwischendurch immer gerne so ein Lutti gegessen und das war einfach für mich so seitdem Lutti das absolute Lieblingsgebäck. Aber auch immer nur so ein Stück pro Tag, das reicht eigentlich. Oder zwei maximal, nicht zu viel. Also eine Packung? Nee! Du bist ja den ganzen Tag nachher satt davon. Hey, so ein, zwei Stückchen kannst du gut pro Tag essen. Oder Edelbitterschokolade, das ist weniger Gebäck. Okay. Mehr so Süßigkeiten. Traumreise. Wo warst du oder wo willst du nochmal hin oder wo würdest du gerne mal hin? Oder? Mach ich auch zum Glück diesen Sommer wieder, Norwegen. Oh. Für mich Traumreiseziel, wunderschön von der Landschaft. Leute auch super angenehm. Einfach mal ein bisschen runterzukommen, dann zu sagen, okay, Arbeit mal abschalten im Kopf und dann Norwegen als ein entspanntes Reiseziel. Primär die Fjorde, also mehr so die Naturecke als dann die Städte. Cool. Dankeschön. Gern geschehen. Tschüss. Wie soll ich meine Hände machen? So? Die sieht man eh nicht. Also da ist Ach so, okay. Ende. Mit den Händen kannst du machen, was du möchtest. Kann ich Hose ausziehen. Auch. Hallo Björn. Hallo Dirk. Fragerunde. Ja. Ich höre. Traumauto. Traumauto? Mhm. Kadett C. Oh. Coupé. Okay. Jetzt wird interessant. Traumberuf? Motoreninstandsetzer. Oh. Traumreise. Wo warst du schon mal? Wo willst du noch mal hin? Oder wo würdest du gerne mal hin? Ja, Mallorca, aber an so einem richtig schönen Sandstrand. Ja. Nein, kein Ballermann. Okay. Du kannst dir einen Tag eine Superkraft aussuchen. Welche ist das? Fliegen. Okay. Stressbewältigung. Ja. Hinlegen und schlafen. Lieblingsessen. Lieblingsessen. Keins. Okay, alles geil. Fast. Ja, ich mag gar nicht. Okay. Lieblingsgebäck. Der Nachtisch. Lieblingsgebäck. Tiramisu. Okay. Lieblingsrennserie?
Rennserie? Ja. Was ist denn eine Rennserie? Eine Veranstaltung, wo wir gegeneinander oder auf Zeit. Ach so. Ja, Formel 1, DTM, Seifenkisten. So was. Gar nicht? Gar nichts? Ja, Entschuldigung. Nein, ist ja hier, gut. Muss man hier jetzt mal. Nein, muss man nicht. Hier muss man fast. Nein, muss man nicht. Auf dem Land oder lieber in der Stadt? Auf dem Land. Bier oder Schnaps? Bier. Was regt dich schon mal auf? Vieles. Was bringt dich zum Lachen? Lustige Dinge. Danke. Mein Kanisterkopf aus, sieht das so kanistermäßig aus oder geht noch? So? Das schneidest du raus. Hast du nicht losgelegt, oder? Ey, Dirk, ich warne dich. Ich verklage dich. Hallo, Vita. Servus. Servus. Ich darf Servus sagen, ich habe mal in Stuttgart gelebt. Ehrlich? Jo. Warum? Lange Geschichte. Ah, ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Du hast immer nur lange Geschichten. Ne, heute ein bisschen kürzer. Okay. Also das heißt, ich darf nicht ausschweifen? Geringfügig. Okay. Okay, los geht's. Was ist dein Traumauto? Oh, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Hm. Mein Traumauto. Da ich in Abu Dhabi so viele Golf 7R auf Stage 3 umgebaut habe und die dann auch alle gefahren habe, bin ich echt Golf 7R lastig geworden. Aber ich habe mein Leben lang Mitsubishi Eclipse geliebt. Ich habe auch einen D22 gehabt und einen D30. Und heute, meine Frau hat mich letztens gefragt, für welchen würdest du dich entscheiden? Und ich konnte es nicht beantworten. Also, Mitsubishi Eclipse, Golf 7R, Stage 3. Alles klar. Traumberuf? Ja, ich lebe meinen Traumberuf. Es gibt keinen Traumberuf mehr für mich. Ich mache den geilsten Job der Welt. Ich liebe meinen Job. Es macht Spaß. Ich gehe gerne zur Arbeit. Traumziel, Traumreise, wo du schon mal warst, wo du mal hin willst, wieder hin willst, hin würdest. Wobei, du bist schon gut durch die Gegend gekommen, ne? Ein bisschen, ja. Ich fange anders an. Ich habe bei meiner Frau mal ein Bild an der Wand gesehen. Mhm. Und das war echt ein geiles Bild. Irgendwo hoch in den Bergen, so überall waren so Pfade, so, wie heißt das nochmal hier, so... Ach, wie heißt das nochmal? So, Wege? Ja, Wege, die sich bilden, wenn man oft daherläuft, whatever. Trampelpfade. Ja, so Trampelpfade, ja, genau. Ja. Und dann habe ich meine Frau gefragt, ey, was ist das für ein Ort, ne? Es sieht saugeil aus. Ich habe einfach nur Bock, da auch rumzulaufen. Und dann hat die gesagt, this is Machu Picchu. Schon was von gehört? Nein. Machu Picchu? Geil, da wollte ich mal immer hin. Und das werden wir auf jeden Fall irgendwann machen. Okay. Für einen Tag kannst du dir eine Superkraft aussuchen. Welche? Nicht dein Ernst. Doch. Meinst du das ernst? Eine Superkraft? Ja. Keine Ahnung. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Deshalb stehen wir jetzt hier. Okay, fliegen wäre schon ganz geil. Okay. Ja. Lieblingsessen? Linsensuppe. Oh. nein, das war nur Spaß. Ja, wieso? Ich habe gar kein Lieblingsessen. Ich bin keine Ahnung, Pizza ist schon ganz geil von Pizza Hut. Mit dem Käse im Rand. Boah, super. Okay. Hab Pizza Hawaii dann. Ja. Natürlich die Frage, die direkt danach kommen muss. Lieblingsgebäck, der Nachtisch. Schokobrötchen. Berliner. Also mehr so der Teilchen-Typ. Ja. Gut. Ja, ich mag Teilchen definitiv. Sehr gut. Lieblingsrennserie? Oder mehr so Track oder mehr der Drag-Typ? Also, boah, und da soll ich nicht ausschweifen? Heute nicht. Ich war bis jetzt nur einmal auf einem Formel-1-Rennen und das Rennen habe ich nicht mal gesehen, sondern nur das Training. Wenn du in die Nähe kommst, ne, und die Geräusche der Motoren hörst, ne, dann das ist einfach
gigantisch. So ein geiles Gefühl. Also Formel 1, ich war nie der große Formel 1-Fan. Ne? Aber dann haben wir uns Drive to Survive auf Netflix angeguckt. Na, okay. Und jetzt gucken wir uns jedes Rennen an und wir halten für jeden Fahrer. Nee, also mehr wie mit der Formel 1 in letzter Zeit habe ich mich nicht wirklich mit so Tracks, also mit so Rennen beschäftigt. Auf Drag Races in Abu Dhabi auf jeden Fall. Yas Drag Race, ne? Yas Drag Strip, da war ich quasi jeden Freitag. Das ist ein extrem geiles Gefühl, wenn die Autos da fahren, die du gebaut hast. Mhm. Also ja, gut, da ist ja nochmal ein anderer Bezug. Ganz dann, ne? Anderes, ganz ja. Genau. Also. Okay. Lieber auf dem Land oder in der Stadt? Land. Gut. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Bier oder Schnaps? Jägermeister. Sehr gut. Was regt dich auf? Oder was kann dich aufregen? Unordnung. Oh, okay. Und was bringt dich zum Lachen? Du! Sehr gut. Mein Kleiner, der bringt mich zum Lachen. Der ja. Schafft das, mich wirklich heftig zum Lachen zu bringen. Okay. Das, hier. Das war's schon. Viel Spaß noch. Gott sei Dank. Tschüss. Ciao, Leute. Das sieht man nicht. Schade. Warte. Warte. Ein bisschen hier. Also ich kann mich auch hinsetzen. Nein. Nicht setzen. Oh. Hallo, Alex. Wir haben uns ja überlegt, so ein super Video zu machen, wo wir uns gegenseitig einfach ein paar Fragen fragen. Super. Bist du bereit? Ja. Yeah. Du kennst die Fragen noch gar nicht, ne? Nö. Geil. Ist relativ harmlos. Was ist dein Traumauto? Boah. Gibt schon ein paar geile Dinge. Dann hau raus. Also eigentlich nur eins, aber zwei gehen auch. Also ein 70er Charger oder ein 67er Mustang. Okay. Als Fastback. Jetzt lassen wir gerade den Martin. Ich schon angefangen? Ja, natürlich. Ja. Ich muss mich kurz für das Wochenende wünschen. Schönes Wochenende! Ciao, Martin. Tschüss, schönes Wochenende. Dir auch. Hau rein. Ja, siehst du mal. So. Traumberuf. Mach ich doch hier. Beste Antwort. Wo wolltest du schon immer mal hin? Japan. Japan? Mhm. Weil JDM? JDM, Anime, Essen. Okay. Einen Tag kannst du dir eine Superkraft aussuchen. Dann wäre ich kein unsichtbar. Okay. Jetzt wird interessant. Stressbewältigung. Oh. Zocken. Cool. Und wir trinken. Hm. Da schneidest du raus. Soll ich? Nein. Mega. Lieblingsessen. Ist vieles. Nichts Bestimmtes. Boah. Gibt so vieles, was geil ist. Da kann ich mich für eine Sache nicht entscheiden. Na, stimmt wohl. Lieblingsgebäck, Nachtisch, Süßigkeiten. Mehr so Schoki oder mehr so Chips? Ja. Boah. Beides. Eigentlich beides gemischt durcheinander ist geil. Guter Mann. Schokolade mit Chips gemischt ist geil. Ja. Immer einmal so, einmal so. Lieblingsrennserie. Also, wenn überhaupt. Habe ich keine. Nö. Verfolge ich gar nicht. Keine Zeit dafür. Keine Zeit dafür. Sehr gut. Lieber auf dem Land oder lieber in der Stadt? Land. Tausendmal geiler. Sehr gut. Hast deine Ruhe. Bier oder Schnaps? Eigentlich eher Bier und Whisky. Sehr gut. Was kann dich so richtig aufregen? Menschen. Lassen wir so im Raum stehen. Nein. Das ist die beste Antwort. Kenne ich. Und was bringt dich zum Lachen? Sag es. Die ganzen Videos. Okay, vielleicht machen wir da einen Piep hin.
Das war's schon. Okay, wunderbar. Alles klar. Danke. Ich muss weiter. Dominik! Hallo Dominik. Hallo Dirk. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Es ist Freitag. Freust du dich aufs Wochenende? Sehr. Schön. Ich hätte auch mal ein paar Fragen. Okay. Kann losgehen? Ja. Was ist dein Traumauto? Ein einziges. Oh, sehr schwer. Ich würde auch zwei durchgehen. Ich hätte zwei. Oh, ein Nissan Skyline R34 GTR, auf jeden Fall. Also so richtig Ballerbude. So richtig Ballerbude. Okay. Und neueres Auto, nee, E30 M3. Oh, nicht schlecht. Neueres Auto, altes Auto. Mhm. E30 M3 auf jeden Fall. So, jetzt wird interessant. Traumberuf. Jetzt Traumberuf oder als ich jünger war? Generell. Pilot. Oh. Ja, auch wenn ich sehr klein bin, trotzdem. Okay. Aber da sind wir ja schon beim Fliegen. Traumreise, Traumland, Traumziel. Ein einziges. Boah, es ist schwer. Es ist schwer. Ich will sehr viel sehen, deswegen. Aber rein theoretisch so Südamerika, so in die Richtung, also schon Kolumbien oder sowas. Warm. Sehr gern. Wärme. Sehr warm, ja. Hm, gut. Du kannst dir einen Tag eine Superkraft aussuchen. Welche wäre das? Egal was? Ja, natürlich. Ich glaube, unsichtbar sein ist richtig. Nee, Moment. Fliegen können. Fliegen können. Okay. Okay, okay. Stressbewältigung. Ich habe nie Stress. Nein. Was? Nee, okay. Stressbewältigung. Oh, ja. Das heißt, wie ich meinen Stress ablasse. Hört jetzt komisch an, also, aber ja. Ich mein, was machst du zum Entspannen? Zum Entspannen? Ja, zum, wenn die Woche ein bisschen knüppelig war. Nach der Arbeit, auf der Arbeit. Auf der Arbeit. Also auf der Arbeit gehe ich immer zu meinem Dirk. Okay. Und ich quatsche mit dem und der lässt mich immer runterkommen. Und trinken Kaffee. Sehr gut. Sehr gut. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Lieblingsessen? Boah, ich bin sehr eintönig beim Essen. Das weiß jeder hier. Ich esse eigentlich immer nur dieselben fünf Sachen. Die da sind? Döner, Pizza, Subway, Burger King, McDonald's. Das sind immer dieselben fünf, immer im Durchlaufen. Ich habe manchmal Spaghetti von Mama sind sehr gut. Und dann Lieblingsessen Spaghetti von Mama auf jeden Fall. Okay. Und nach dem Essen kommt natürlich der Nachtisch. Lieblingsgebäck, Plätzchen, Schokolade, irgendwas. Gebäck. Süßigkeiten. Such dir aus. Saure Zungen. Also kein Pistaten. Nein. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Chef. Nein. Lieblingsrennserie? Oder bist du gar nicht so Auto? Ich verfolge nur sehr wenig. Also, keine Ahnung, ich gucke sonntags, wenn ich bei meinen Eltern bin oder so, die gucken sehr gerne Formel 1, da gucke ich mit. Ich gucke ab und zu irgendwie, wenn auf YouTube so Zusammenfassungen sind, so WRC-Sachen. WRC? Ja, World Rally Championship, ne? Aber ansonsten, ich habe einen Kumpel, der fährt in der VLN, da gucke ich auch dann gerne mal. Oder heißt ja nicht mehr VLN, wie heißt es jetzt? Das ist früher VLN, glaube ich. Ja. Ring. Ring, ja. Genau. Gut. Lieber auf dem Land oder in der Stadt? Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ne? Es ist immer sehr schwer. Jetzt wohne ich in der Stadt. Ich habe vorher in der Großstadt gewohnt. Lieber Land. Mehr Platz im Hund. Sehr gut. Bier oder Schnaps? Bier. Das kam schnell. Was regt dich so richtig auf? Manchmal, immer? Leute, die auf der linken Spur fahren, obwohl die anderen beiden frei sind. Okay. Und was bringt dich zum Lachen? Sehr viel. Eigentlich lache ich immer. Also ich weiß, ihr seht das bei der Kamera nicht so, weil ich immer genervt bin. Ich lache immer sehr viel. Ja. Und der Dirk bringt mich zum Lachen. Eigentlich jeder hier in der Firma. Eigentlich bringt mich alles immer zum Lachen. Fast. Okay. Außer wenn der Dirk nervt. Verstehe ich. Du kannst dann jetzt auch gehen. Tschüss. Tschö.
Muss ich etwas sagen? Nein, du musst fragen. Ich muss fragen. Sorry, ich war so lange nicht mehr hinter der Kamera. So, was ist dein Traumauto? Ich werde mal einfach mit Hallo. Habe ich nicht gerade Hallo gesagt? Mhm. Wisst ihr, deswegen regt er mich auf. Hallo. Hallo, Dominik. Was ist dein Traumauto und warum? Nur eins? Du darfst auch zwei haben, ich hatte auch zwei. Als Daily R6, am Wochenende GT2 Eis. Bist ja relativ neu. Aber warum? Alte Autos habe ich genug. Aber warum steht hier? Weil R6 ist für mich halt der Kombi. Ja, und GT2 RS geht halt auch ordentlich voran. Also Serienautos. Nicht wie bei meinen Bastelbuden, wo jede Viertelstunde irgendwo was wegfliegt. Traumberuf. Hab ich. Traumreise? Boah. Da das mit der Bikini-Figur im Moment so eine Sache ist, eher Berge. Damit du was abnehmen kannst, ja. Geht eigentlich. Also ich finde, du hast schon abgenommen seit dem ersten Mal, wo wir uns gesehen haben. Aber Nein. Du kannst einen Tag eine Superkraft haben, was wär's? Fliegen. Warum kopierst du mich? Nein, das haben fast alle gesagt, komischerweise, aber ist ja so. Ja, macht jetzt zu viel Arbeit, immer die Kamera auf dem Stativ zu drehen. Deshalb. Warum hast du die immer hier locker gemacht? Und dann ja, weil ich nicht wusste, dass ihr dann wieder anfangt, so Sachen zu machen. So, sorry. Stressbewältigung. Ladedruck. Lieblingsessen? Hack. Lieblingsgebäck? Boah. Also ich bin ja gern Freund von Süßigkeiten, auch in größeren Mengen, aber ja, eigentlich Hauptsache quietsche süß und dann läuft das. Lieblingsrennserie? UCI Downhill World Cup. Auf dem Land oder in der Stadt? Kann ich sogar noch toppen, auf dem Dorf. Nee, auf jeden Fall Land oder ländlich, weil... Ist man gewohnt, aber findet man halt auch gut. Bier oder Schnaps? Immer da, wo man am besten Cola reinkippen kann. Weder noch. Was? In Alkohol kommt kein Milch. Was? Ach so, doch. Ein bisschen Cola für den Geschmack. Was regt dich auf? Boah. Eben wusste ich noch, was ich sagen wollte. Alex war nicht schlecht mit Menschen. So, ja. Aber generell Arschlöcher. Also Ignoranz und ja. Regt sich auf, wenn dich Leute mit Mark Forster vergleichen. Nee. Die ersten paar Mal habe ich mir gedacht, boah, okay. Aber ich glaube, ich habe das schon 90.000 Mal gehört. Dann ist das halt so. Was bringt dich zum Lächeln? Zum Lachen. Du, ihr, also generell die gute alte Situationskomik und meine Tochter. Oh, wie süß. Oh. Hey, macht da keine Witze drüber. Kannst du meine Schrift nicht lesen? Richtig. Lieben Bewohner der immer neu. Nein, das ist was, was ich die anderen auch nicht gefragt habe. Das kannst du eigentlich weglassen. Was, fällt dir noch spontan irgendwann ein, wo wir gerade dabei sind? Ich will wissen, was diese letzte Frage ist, die ich nicht lesen kann. Da ging es eigentlich, bist du mehr ein Gewohnheitstier oder magst du halt alle zwei Tage alles neu, Herausforderung und raus aus der Komfortzone? Habe ich jetzt dich gefragt, oder? Ja, hast du mich gefragt. Okay, ja, wie ist denn bei dir? Ich habe immer Gewohnheit. Du weißt, ich esse dieselben fünf Sachen, Alter. Ich probiere nichts Neues. Ja. Fragst du mich das jetzt noch oder lass mal? Keine Ahnung. Boah. Also Gewohnheit ist schon nicht schlecht. Und Christian ist schon wieder am Telefonieren und deshalb war es das. Tschö.